Willkommen zurück bei Wolfenstein, The New Order. Wir hatten letztens das Gefängnis betreten in Eisenstadt in Berlin. Haben uns den Gefangenentransport abgeschlossen, sind aus dem Gefängnis mehr oder weniger schwierig entkommen. Ja, und sind jetzt hier an dem Geysir oder was das ist. Wir müssen uns jetzt irgendwie hier nach unten bewegen. Müssen natürlich jetzt auch versuchen, unten zu bleiben. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwas zufällig ist, was man mitnehmen kann, aber ich glaube nicht. Weil wenn wir auftauchen, sind wir höchstwahrscheinlich geliefert. So. Hier ist was, oder? Ja, ist bloß ein Fahrrad, ein altes, vergammeltes. Oh fuck, meine Waffe. Jetzt, perfekt. Ich dachte schon, das Ding geht nie auf. Ich bin gespannt, wie viel Luft wir haben. Ob wir hier unendlich Luft haben. Ich glaube, es ist bald nicht. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal ersaufen hier, wenn ich Pech habe. Oh, musst du das noch zumachen? Das wäre jetzt nicht nötig. Oh Gott, ich sauf wirklich ab hier. So, das war knapp. Lieber noch mal gucken, weil wie gesagt, hier gibt es jede Menge Sachen zu finden. Aber ich glaube, an der Stelle ist nichts hier. Großartig, wie Sie uns durchgebracht haben, Captain. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. So, wahrscheinlich werde ich mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen müssen hier. Wie gesagt. Ja, Batterien. Das ist schon mal gut. Beziehungsweise ein Ladegerät. Ja, warum nicht? So. Ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen müssen mit dem Spiel, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas anfange zu spielen, bin ich irgendwie ziemlich schlecht, auf jeden Fall. So, was machen wir jetzt? Halt mich, ich friere. Halt mich, ich friere. Fuck, ich mach lass ihn dich runter. Auf, oh, was ist das für ein Kopf? Wow, Captain, ganz ruhig, das ist Klaus. Er gehört zu uns. Er war mal beim Regime, aber er ist jetzt auf unserer Seite. Ich wollte gerade sagen, das war ein Endgegner im letzten Wolfenstein, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, den kenne ich. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hm? Scheiße. B.J. Blaskowitsch. Oh das Gott, das ja ist klar, die aus Return the Castle Wolfenstein, oder? Die Chefin. Ma'am. Schön, dass du zurück bist, White. Carolina, sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. Drei Wirbel pulverisiert. Und sie? Ich glaube, das ist die. 10 cm langes Schrapnellen darüber. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt. Septischer Schock. Zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust, Kriegstrauma. 14 Jahre in der Klapsmühle. Ja, ich hab den dickeren Schwanz. Schön, sie zu sehen, William. Meine Fresse. Tja. Und was können Sie tun? Für deine Sammlung, Jay. Wow. Bin ich froh, dich zu sehen, Mann. Wie lang war's? 3 Monate, seit sie dich weggeschleppt haben? Hab gedacht, du wärst tot. Viele Leute, die in dem Knast landen, kommen da nie wieder raus. Echt stark. Und du hast ein paar neue mitgebracht. Sogar richtige Verstärkung. Echt cool, Mann. Der passt irgendwie auch nicht so ganz in das Spiel. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein. Ah, muss ich wieder irgendwas finden, oder? Diese Frequenzen. Wenn etwas was haben wir denn hier? Treppen in der Welt. Sie die Zeit toll. Und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Die Änderung. Stift und Papier. Kann ich nicht schreiben? Bisher ist es auch in jedem Wolfenstein-Teil vorgekommen, zumindest von denen, die in Deutschland erschienen sind, dass auch Hakenkreuze sich noch im Spiel bzw. in der Packung befanden. Bei Return to Castle Wolfenstein war das im Handbuch. Da haben die Leute dann... Zumindest in der Vorbesteller-Edition, so ein Metal-Case war das. Ja, da war ein Hakenkreuz auf irgendeinem Gegner drauf in dem Handbuch und ja, das musste mit Edding dann geschönigt werden. Oder geschönt werden. Ja, und in dem letzten Wolfenstein, was rauskam, war ein Hakenkreuz im Spiel. Und deswegen ist, soweit ich weiß, das Spiel auch in Deutschland nie richtig erschienen, beziehungsweise nur kurz erschienen. Ich hatte es zum Glück damals noch gespielt. Ah, eine Rüstungsverbesserung, das ist immer gut. Was ist das überhaupt hier? K
keine Ahnung, was das ist hier. Naja, wie auch immer. Oh, Texturen ploppen natürlich ein bisschen auf hier. Regime überquert Atlantik. In 47 feindliches U-Boot. Cape North, hunderte Schiffe, bla bla bla, bla bla bla. Naja. Wo ist Klaus? Lassen Sie mich in Ruhe, ja? Ich kenne Sie nicht. Ich brauche keine neuen Freunde. Mal hier hinten vielleicht gucken. Ist auch zu. Ja, ich gucke halt immer ein bisschen mit nach irgendwelchen Items hier vielleicht. Ah, die leben echt beschissen hier. Hier war ich gerade, oder? Ja, ich glaube schon. Alles verschlossen hier. Wieso verschließen die sämtliche Türen hier? Lousy Boy. Ach, hier oben geht's noch lang. Sehr schön. Gesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max Hass. Ja, das ist, glaube ich, ein Endgegner aus Wolfenstein, aus dem letzten Teil. Wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, warum das so im Kopf hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir das vielleicht sogar waren früher. Obwohl, das ist Klaus. Ich wollte gerade sagen. Ja. Keine Ahnung, was mit dem ist. Max Hass. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Macht der Gewohnheit. Na, keine Sorge, Johnny Cowboy. Ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ. Ja, und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturm. Max! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Dem geht's nicht gut. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Ja, Max, da bist du verkehrt in Wolfenstein, weil da gibt's nur Gewalt. Haben Sie ihn hier? Wie ihr sehen könnt oder sehen konntet bisher. Aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Oh, leicht gereizt hier, die Leute. Minimal gereizt. Was soll man denn hier wieder hängen? Ist die Tarot-Gefahr gebannt? 1960, ein seltsames Gefühl der Ruhe, bla 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 bla. Unter den Linden, die gibt's wirklich. Erst tue ich mich noch schwer damit zu verstehen, blablabla. Dann haben wir mir klar, dass es in den letzten 6 Monaten keine terroristischen Aktivitäten gegeben kann. Keine erbarmungslosen Gemetzel, keine Autobomben, keine Selbstmordanschläge. Ja, wie es aussieht, haben die selbst den Terror bezwungen. Überall hängen ja Zeitungsartikel, ey. Schimmelbefall in Berlin. 15. Mai 53. Aha. Schimmelspuren, Gebäude. Gebäude befallen, die aus dem Regime Superbeton bestehen. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir das noch rausfinden, woher der Schimmel kommt. Keine Ahnung. Oh Mann, den Typen geht's beschissen hier. Wie gesagt, bevor ich jetzt hier weitergehe, gucke ich erstmal, ob hier irgendwelche Sachen noch zu finden sind. Rüstungsupgrade hatte ich ja schon gefunden. Gucken, was hier oben noch ist. Das sieht schon ziemlich komisch aus. Tools. Ich glaube, hier ist sogar der Ordner, oder? Was haben wir denn hier? Brechstange. Keine Ahnung, wozu ich die brauche. Ist auf jeden Fall ein Item, was ich brauche noch. Hat jemand dort gespielt? Kommen wir hier rein? Warte mal. Das sieht verdächtig aus hier. Ah, ich kann keine Waffen benutzen, das ist das Blöde. Also bleibt es wahrscheinlich erstmal dabei. Albtraum? Kann ich mich jetzt schlafen legen? Oh mein Gott. Nee, oder? Unglaublich. Seht ihr das? Da. Oh mein Gott. Da können die Deutschen ja doch noch Wolfenstein spielen. Unglaublich. Und das auf der Xbox One. Die Hater können kommen. Das ist Wolfenstein auf der Xbox One. So sieht die Grafik auf der Xbox One aus. Leider, das hat nicht so genau, wie ich mir das vorstelle. Nicht ganz so realistisch. Aber so sah früher Wolfenstein 3D aus. Unglaublich.
Wobei, das passt nie so ganz hier zum Wolfenstein 3D. Ja, aber die Gegner haben sich schon mitgedreht. Ja, die Wände, naja, die Texturen sind ein bisschen höher aufgelöst, wie in Wolfenstein 3D. Ach, mein Güte. Hier kommt man nicht raus. Musik ist auch so ähnlich, würde ich mal behaupten jetzt. Oh Mann, was für ein Albtraum. Ja, Blaskowitz, an deiner Stelle. Bei so einer Grafik hätte ich damals auch Albträume bekommen. Aber wie gesagt, ihr müsst dazu sagen, das Spiel ist 1992 rausgekommen, das originale Wolfenstein. Und ja, das sieht natürlich ein bisschen anders aus, noch wie die heutigen Spiele, logischerweise. Aber so könnt ihr euch den allerersten Wolfenstein 3D-Teil vorstellen, den 3D-Wolfenstein-Teil. Ja, coole Hommage, finde ich. Also das Spiel... Mich würde es interessieren, mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt eine Art Adolf Hitler hier beschießen. Warum hält er so viel aus? Ich weiß nicht, ob es ja Auto-Aiming gibt, wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Wow, kann ich Doppel-Lugos haben? Unglaublich. Das gab es in Wolfenstein 3D, glaube ich nicht, wenn ich mich nicht irre. Unglaublich. Ja, das sollte eigentlich ein anderes Porträt gewesen sein. Naja. Oh, jetzt ist Schluss hier. Fuck. Ja, das war knapp. Sollte ich mich vielleicht mal auf die Suche nach einem Heilpaket begeben hier. Also, ganz schön schwer hier, muss ich sagen. Relativ wenig Munition. Gucken, ob hier noch ein bisschen Munition irgendwo rumliegt. Ich weiß auch nicht, ob wir das zerstören können hier. Auf jeden Fall kann ich hier nicht hingehen. Nein, das sieht nicht so aus. So, wie gesagt, ich brauche Munition. Gucken, ob hier was drin ist. Oh, ich bin tot. Sehr schön. Ja, ich würde das gerne schaffen. Ich probiere das auf jeden Fall nochmal. Mal gucken, ob ich das nochmal machen kann jetzt hier. Ich glaube, das ist so eine Art Easter Egg. Das sieht nicht so aus, als wenn ich das nochmal machen kann hier. Schade. Ich hätte es gern geschafft. Aber es ist nicht ganz einfach, auf jeden Fall. Also, wenn ihr wollt, das sieht aus wie ein Easter Egg hier. Könnt ihr auf jeden Fall selbst mal probieren. Ich war zu schlecht dafür jetzt natürlich gewesen. Ja, ich habe natürlich keine Ahnung, ob das jetzt hier... ob ich da irgendeinen Gegenstand brauche oder so, um den Albtraum freizuschalten oder irgendwelche Dinge machen muss hier. Ja, auf jeden Fall war ganz lustig. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, dass überall so ist oder ob das... bloß bei mir jetzt so war, weil ich irgendwas Bestimmtes gemacht habe. Keine Ahnung. Oh, hier die Beatles-Platte. Mond, Mond, ja, ja, okay. Na, die Leute hören Beatles hier, auf jeden Fall. So. Eigentlich wollte ich ja jetzt... Ah, hier müsste, glaube ich, die Akte sein, denke ich mal, die ich suche. Das oder Max? Das ist Max' Zimmer? Unglaublich. Das ist wirklich der Ordner gewesen. Nicht schlecht. Also Max hat ein ziemlich komisches Zimmer. Das sieht aus wie ein Pokémon hier in Sternform. Oh Mann, der Typ hat wirklich ein... Der Typ hat wirklich ein Trauma. Arme Max. Sieht aus wie ein Bär, ist aber in Wirklichkeit noch ein Kind. So, muss ich jetzt hin? Hier. Level beenden. Das war richtig cool jetzt. Captain Blaskowitsch. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blaskowitsch im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen.
Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Wo kommst du her? Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Okay. Memo! Beruhig dich! Komm schon! Oh Mann, was war das? Die Papiere bitte. Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Dankeschön. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Schönes Radio hat euch eingebaut. Nicht schlecht. Oh. Ja, leider sind die Levels, muss ich sagen, nicht so toll gelungen, wie die anderen Levels, würde ich mal behaupten, in anderen Spielen. Sehen ziemlich eckig aus, auf jeden Fall. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Bisschen detailarm, die Außenwelten, würde ich mal behaupten. Alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheiße gestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Das ist wirklich der Big Ben. Ich wollte gerade fragen, ob der Big Ben hier zu sehen ist, aber... Hat sich schon erledigt. Können Sie erreichen? Guck lieber geradeaus. Hier steigen Sie aus. Na, sehr schön. Dankeschön fürs Fahren. Vergeigen Sie es nicht, okay? Muss ich hier so auffallen? Unglaublich. Oh. Oh mein Gott. Hat er sich gerade selbst gesprengt? Unglaublich. Lass mich raten, die Statue fällt direkt auf mich. Oh, wie blöd muss man sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hätte weggehen sollen. Hat er das ganze Ding jetzt gesprengt hier? Jetzt hängt alles an Ihnen, Blaskowitz. Oh Mann, ey. Auf der Spitze des Funkturms, 7 Straßen von Ihnen entfernt. Immer so übertreiben muss hier. Fuck, jetzt kommt wieder so ein beschissener Hund hier, oder? Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. So, wie gesagt, das ist die einzige Möglichkeit jetzt hier. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt zurückkommen einfach. Naja, vorne liegt noch was, wie es aussieht. Na doch, nee. So ein Texturfehler oder irgendwas. Oder eine schöne Rakete hier auf jeden Fall. Aber wie auch immer. Gut, probieren wir es mal. Wie gesagt, ich hoffe, ich stelle mich jetzt ein bisschen intelligenter an wie bisher. Ja, ich hoffe, du kommst nicht durch hier. Naja, ich glaube, das war sinnlos, jetzt mal eine ganze Munition hier zu verschießen. Habe ich denn noch andere Waffen? Nicht wirklich, naja. Ich hoffe, das Mistvieh bleibt jetzt da drüben. Was haben wir denn hier? Auch nix. Ja gut. Das war schon mal für den Arsch gewesen, jedenfalls. So, komme ich überhaupt durch? Warte mal. Ja, alles klar. Sehr schön. Jetzt etwas, was klappt. So, muss ich mich jetzt durch das Gitter sägen hier. Unglaublich. Naja. Ich hoffe, das klappt jetzt ein bisschen besser wie letztens. Fuck! Ah, jetzt. Na komm durch hier, das kann nicht so schwer sein. Oh, fuck hier. Ich hatte letztens schon einen dummen Fehler gemacht. Aber jetzt ist das ganze Gitter weg, unglaublich. Ja, warum nicht? Alter, ist das nervig. Wie soll ich hier durchkommen, verdammt? Okay. Antwort hat sich schon erledigt.
Ja, wenn ich jetzt ständig irgendeinen Hund vor mich bekomme hier, dann gute Nacht. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Level, wo man einfach vom Hund abhauen muss. Keine Ahnung. Hier bin ich ja gerade hergekommen. Wie kommt er auf einmal dahinter? Naja, ich frage lieber nicht. So. Wetten, wenn ich jetzt hier durchlaufe, kommt der Hund gleich wieder. Shit. Hopp! Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Level, wo man ein bisschen schneller sein muss hier. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Aber ich glaube, jetzt war es das. Oh Gott. War echt gut gemacht auf jeden Fall. Mir gefällt das. Mann, ich weiß nicht, ich vertrage einfach zu wenig Stress, glaube ich. Zumindest in so einem Spiel. So, das Beschissene ist, ich habe jetzt keine Munition mehr. Das bedeutet, ich muss den jetzt so von hinten erlegen hier. Was sind das für Typen hier? Oberstleutnant rannt hier einfach mal rum. Warum nicht? Typisch für einen Offizier. Naja, wie auch immer. So. Was war das jetzt? Bin ich jetzt... Oh, das sah nicht gut aus. Ja, das tat bestimmt weh. Aber hat leider keine Waffe fallen lassen. Das wäre noch ganz gut gewesen. Mal ein bisschen mehr wie 5 Schuss wären ganz gut auf jeden Fall.